Die 2010er setzten die Reihe des Qualitätsfernsehens fort. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 besten TV-Sendungen des Jahrzehnts. Actually, I can hear everything. You are both extremely loud. You think you have evil Russians plotting against our country on tape and you're trying to translate, but you haven't figured out a single word because you didn't realize the Russians use an entirely different alphabet than we do. In dieser Liste schauen wir uns die größten TV-Sendungen zwischen 2010 und 2019 an. Um einen Platz auf der Liste zu bekommen, muss die Sendung nach 2010 rausgekommen sein. Breaking Bad wird also nicht dabei sein. Auch animierte Shows schließen wir aus. Rick and Morty findet ihr hier also auch nicht. Nummer 10. Barry. Leroy Jenkins! Nicht ganz, was wir von Bill Hader erwartet hätten, aber okay. Barry ist Haders Comedy-Drama und es folgt dem Titelhelden Barry, einem Auftragskiller, der nur seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen will, um endlich Schauspieler zu werden. You know how you and I talk all the time about my purpose? You think acting could be your purpose? Die Show hat viel mit Breaking Bad gemeinsam. Sie enthält ähnliche Themen und Stimmungen. Dazu die ganze Idee eines Mannes, der seine wahre Identität vor seinen Liebsten geheim hält. Natürlich ist diese Sendung deutlich witziger als Breaking Bad. Ist sie schließlich eher eine dunkle Komödie als ein Drama. Hier finden sich außerdem unglaubliche Schauspieler, darunter Emmy-Gewinner Hader und Henry Winkler. Sehr empfehlenswert. What do you got there? Oh, I've got an audition tomorrow. I'm an actor. It's all mine. Nummer 9. Westworld. Have you ever lied to us? No. Last question, Dolores. Have you ever hurt a living thing? No. HBO brauchte nach Game of Thrones einen neuen Hit. Auftritt Westworld. Ein einzigartiger Mix aus Sci-Fi und Western, der die Geschichte eines Roboteraufstands in einem Vergnügungspark im Western-Stil erzählt. Zum Glück gibt es auch eine geheime Mystery-Story, die Westworld schnell zum Lost der 2010er machte und Social-Media-Plattformen mit Theorien und Diskussionen überschwemmte. I really ought to thank you, Dolores. Trotz der Kritik an der zweiten Staffel der Sendung, die ein wenig zu verworren für sich selbst war, bleibt die Show ein Muss und ist eins der größten Errungenschaften HBOs seit Jahren. I know things will work out the way they're meant to. Nummer 8. Fleabag. I'm just gonna ask her. I'm just gonna ask her. I'm just gonna come. Jeannie should borrow money? No. Can't do it. Can't do it. Can't do it. Phoebe Waller-Bridge hatte zwischen Fleabag und Killing Eve ein sehr ertragreiches Jahrzehnt. Und während beide Shows großartig sind, streicht doch Fleabag am Ende die Lorbeeren ein. Waller-Bridge spielt Fleabag, eine neurotische Frau, die im modernen London ihr Leben leben und viel Sex haben will. Und während all das nach gewöhnlicher Sitcom klingt, sind es Waller-Bridges bemerkenswerte Performance und das intelligente Drehbuch, die die Show zu einem Hit machen. Sie löste keine endlosen Diskussionen auf Reddit aus und erschlug uns auch nicht mit einer teuren Produktion. Here we go. Sorry, I just... What's happened? Nothing's happened. What's happened? Something's happened. Come on. What's better to do? I just had a little good time to say. Es ist einfach eine lustige, gut erzählte Geschichte und wir alle können davon mehr gebrauchen. Nummer 7. Chernobyl. It doesn't matter. What does matter is that to them justice was done. Wenn es euch nun aber doch um bombastische Produktion geht, ist Chernobyl genau das Richtige für euch. Diese Show rekreiert das erschütternde Chernobyl-Desaster und dessen brutales Nachspiel, wie die komplexe Reinigung und die unvorstellbaren Tode. Das means the fire we're watching with our own eyes is giving off nearly twice the radiation released by the bomb in Hiroshima. Obwohl Chernobyl nicht als Horror gilt, ist es mit seinen detailreichen Darstellungen eines wahren Albtraums sicher einer der gruseligsten Sendungen seit langem. Gruben purer Radioaktivität, schmerzvolle Tode Geliebter und Tiere und genug Bodyhorror für selbst die größten Gore-Enthusiasten. Diese Serie hat alles und präsentiert es uns mit tadelloser Handwerkskunst und Talent. Sie war eines der meistgelobten TV-Ereignisse des Jahres 2019 und ein weiterer Sieg für das Ungetüm, das da HBO ist. And this, at last, is the gift of Chernobyl. Where I once would fear the cost of truth, now I only ask, what is the cost of lies? Nummer 6. Better Call Saul. I'm Saul Goodman, and I'm here to tell you that they're wrong. It's never too late for justice. Nach der Ankündigung von Better Call Saul fürchteten viele Fans das Schlimmste. Ein unnötiges Prequel zu einer der besten Serien da draußen.
Und dann auch noch mit Saul als Hauptcharakter? Law Officers of James McGill, how may I direct your call? Yes, Mrs. Kettleman, so good of you to return. Zum Glück zerschlug die Show unsere zugegebenermaßen geringen Erwartungen und bot eine Sendung, die ihrem Vorgänger in Sachen Action, Kamera und Script in nichts nachsteht. You care to elaborate? Natürlich ähnelt die Serie ihrem Vorgänger kaum. Sie umgeht die endlose Spannung, Aufregung und Gewalt von Breaking Bad zugunsten tieferer Einblicke in die Charaktere. Einige Zuschauer und Kritiker bevorzugen diese Herangehensweise und finden die Show besser als Breaking Bad. Unabhängig davon ist sie ein guter Zusatz und auch in sich selbst eine runde, wohlgelungene Sendung. Call me. I hot-footed over here. I just happened to be driving by. I stopped to see what the trouble is and this is the most important part. You don't know me. We've never met. Nummer 5. The Americans. Maybe this is the perfect time for us just to think about living the life we've been living, but just really living it. Breaking Bad hat das Fernsehen des Jahrzehnts offensichtlich stark beeinflusst. Und wie bei Barry, findet man auch bei The Americans Gemeinsamkeiten. Pleased to meet you. Likewise. I leave you two to get acquainted. There is so much to talk about. Die Serie folgt zwei Sowjetspionen, die sich in der Vorstadt Washingtons als amerikanisches Ehepaar ausgeben. Und wer hätte es gedacht, ihr Nachbar arbeitet beim FBI. Ihr Spies? We serve our country, but we also serve the cause of peace around the world. Die Serie beinhaltet viel Spannung und fantastische Katz-und-Maus-Spielchen, wirft aber auch einen nachdenklichen Blick auf Ehe und Selbstidentifizierung. Wie die verschiedenen Stimmungen und Genres balanciert werden, ist beeindruckend. Und Kerry Russell sowie Matthew Rhys liefern wunderbare Performances ab. Den Großteil der Laufzeit blieb die Show vom Mainstream unentdeckt, aber sie ist schon jetzt ein Kultklassiker. We had a job to do. We had a job to do. Nummer 4, The Leftovers. Der Hype um The Leftovers war groß. Damon Lindelofs erstes Fernsehprojekt seit Lost und während Lost sich im Sande verlief, waren viele bereit, zu vergeben und zu schauen, was er noch auf Lager hat. Zum Glück wurden sie nicht enttäuscht. Die Serie ist von Tom Perrottas gleichnamigem Roman adaptiert und behandelt die übrig gebliebenen auf der Erde, nachdem 2% der Erdbevölkerung auf mysteriöse Weise verschwunden sind. He ended up writing a book. Oh, right. Right, I didn't read it. I assume he didn't mention me. Das Thema ist natürlich keine leichte Kost. Es taucht tief in die Komplexitäten der menschlichen Psyche ein. Aber die, die dabei bleiben, werden mit dem besten Acting und Writing in der Fernsehgeschichte belohnt. Ein Meisterwerk in jedem Sinne des Wortes, aber nicht für jedermann. Did you ask for my help, Kevin? Yes. This is me helping. Nummer 3. Stranger Things. Guys, hear that? Netflix Flaggschiff Serie Stranger Things transportiert den Zuschauer nach Hawkins in ein klassisches Sci-Fi-Horror-Abenteuer mit 80er-Referenzen bis zum Abwinken. Durchwirkt von Werken von Steven Spielberg, Stephen King und John Carpenter, gewann die Serie der Duffer-Brüder sofort eine Fanbase und wurde zum kulturellen Phänomen. It's in some Lord of the Rings book. Viele Schauspielkarrieren wurden hier begonnen und wiederbelebt und viele Preise abgeräumt. Darunter 5 Primetime-Emmy-Siege und 4 Golden Globe-Nominierungen. Mit dem wundervollen Cast und einer Story, die sich gleichzeitig neu und vertraut anfühlt, sorgt diese Serie durchweg für blendende Unterhaltung. Nummer 2. Atlanta. Die Prämisse hinter Atlanta ist einfach. Der immer charmante Donald Glover spielt einen jungen Mann, der entschließt, die heranwachsende Rap-Karriere seines Cousins zu managen. Nur ist die Show so viel mehr als das und genau genommen ziemlich schwierig zu beschreiben. $1.49, but the price on the can though. The price is on the can though. Glover selbst nannte die Serie Twin Peaks mit Rappern und diese Beschreibung trifft auf jeden Fall zu. Die Show changiert zwischen surrealistischer Komödie, tiefgreifendem Drama, albtraumhaftem Horror und einem thematischen Blick in die Social Media besessene Hip-Hop-Kultur. Hey, Marcus Miles is pretty cool, man. You know he got that invisible car. What? Atlanta ist originell und bleibt vor allem irgendwie immer unterhaltsam, trotz des bizarren Drumherums. Eine der bizarrsten, aber lohnenswertesten TV-Sendungen, die wir je gesehen haben. Bevor wir unsere Nummer 1 enthüllen, sind hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. Halt you, Hagen und John Cena.
Xavier's meanwhile. There's no way that you could have mistaken Dylan for someone else. You're positive it was Dylan. No, it was definitely Dylan Maxwell. From the day he came forward, Alex Trimboli had one story. A consistent story. And it made the school board's case against Dylan clean and simple. Go back! I'd consider myself a realist, all right? But in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Okay, what's that mean? Means I'm bad at parties. You see, in The Good Place, every person gets to live in a home that perfectly matches his or her true essence. Cool. So I guess that's why my house, for example, is this adorable little cottage, whereas other people might have homes that are bigger, like that one. Exactly. Who else knows about the money? Nobody. Nothing to know. Must be something. Or he wouldn't be blackmailing you. Well, nobody knows. Bevor wir weitermachen, abonniert doch noch schnell unseren Kanal und klickt auf die Glocke, um über unsere neuesten Videos benachrichtigt zu werden. Nummer 1. Game of Thrones. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Illyn. Bring me his head. Wenn es um TV-Events geht, kann sich wahrscheinlich keines mit Game of Thrones vergleichen. Diese Show half, die Lücke zwischen Fernsehen und Film zu überbrücken, weil sie einen fantastischen Cast und die größten Produktionskosten in der Fernsehgeschichte mit sich brachte. Game of Thrones erzählte eine hochkomplexe Geschichte, voll mit Wendungen und schockierenden Entwicklungen. Und der Anstieg in Popularität über die Jahre war faszinierend zu beobachten. Es fing langsam an, aber das Interesse an der Show stieg, bis sie zum größten TV-Event des Jahrzehnts wurde und alle möglichen Zuschauerzahlen sprengte, Karrieren startete und endlose Diskussionen auf Foren und Social-Media-Plattformen auslöste. Die Landung war etwas unsauber, aber man hat uns 8 Jahre Spitzenfernsehen beschert. Why do you think I came all this way?